Da ist zum einen, wir erinnern uns ungefähr jetzt ein Jahr her, das Mebes Adventsdesaster 2020. Da hat die Pressestelle des Kultusministeriums 2019 gejubelt, es gebe über 1 Million Nutzerinnen und Nutzer für Mebes. Ja, aber das waren halt nur die, die sich registrieren mussten, oft gezwungenermaßen. Das waren nicht aktive Nutzerinnen und Nutzer. Und als dann letztes Jahr im Dezember 200.000 Leute gleichzeitig zugreifen wollten, ist das System krachend zusammengebrochen. Auch da sehen wir, dass die Wortklauberei eben nicht weiterführt. Das zweite Beispiel, auch aus dem Kultusministerium, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne wie in den anderen Bereichen, die E-Sessions, Fortbildungen für Lehrkräfte, die sich digital weiterbilden wollen. Sehr sinnvoll, großes Lob an alle, die das machen. Aber auch hier Jubelmeldungen, 100.000 Teilnehmer vor 4 Monaten, 170.000 Lehrkräfte. Wenn man dann nachfragt, sind es gerade mal 47.000 und damit nicht mal ein Drittel aller Lehrkräfte, die solche Fortbildungen besucht haben. Das heißt, wir sehen, diese Zahlenaufklärerei ist nicht neu, sondern sie hat bei dieser Staatsregierung Methode, liebe Kolleginnen und Kollegen. Applaus